Nachdem wir die Bereiche selektiert haben, benutzen wir wieder Inset und Extrude und geben dem die Material ID 5. Dann packen wir uns den äußeren Ring und geben dem die Material ID, beziehungsweise wir extrudieren auch wieder und geben dem die Material ID 6 und damit haben wir eigentlich schon fast alles fertig. Jetzt ist hier so ein Ring entstanden, den kann man auswählen, der muss entfernt werden. Dann gehen wir hier in unser Border-Modus-Werkzeug, was auch immer, und extrudieren das mit Shift ein bisschen weiter nach hinten, klicken auf Cap, dann packen wir uns den Ring und die hintere Seite und geben der auch die Material ID 6. Dann deselektieren wir die Rückseite und setzen alles in eine Smoothing Group. Damit sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt können wir eigentlich in die Shaded Perspektive gehen, N drücken und ein Material erstellen. Wir nehmen ein Multi-Sub-Object-Material. Wir haben hier Groups. Wir können das einfach schon mal da drauf ziehen. Wir gehen natürlich vorher aus dem Poly-Modus raus. Und können jetzt anfangen, die Farben zu setzen. Nehmen wir hier auf diese. Vorher müssen wir natürlich Kopien erstellen. Also wir klicken rechts Copy und kopieren Kopien da rein, nicht die Instanzen. Das heißt, dabei entstehen dann neue Materialien, wunderbar. Und geben dem dann nach und nach Farben. Also das wird zum Beispiel schwarz. Das dritte lassen wir auf. Nee, das lassen wir nicht auf weiß, sondern das dritte wird grün, meine ich. Jawohl. Ich weiß jetzt nicht, ob die Farben richtig sind. Also vielleicht muss 3 rot sein und 4 dann halt grün. Genau das gleiche gilt für schwarz und weiß, aber das kannst du dann ja selber einstellen. 6 mache ich auch einfach mal schwarz. Ja. Ja, und dann hast du es eigentlich schon. 5 wird vielleicht noch so ein helles Weiß. Ja. Hoch, nicht canceln.